Tja, jetzt haben wir schon 16.30 Uhr. 16 Uhr waren wir eigentlich verabredet. Also ein bisschen verspätet hat er sich ja bislang schon. Also die Künstler, immer lassen sie auf sich warten. Ich glaube, da hinten, da kommt er ja. Peter Michael. Tja, servus. Hallo. Wo steckst du denn? Im Stau oder was war los? Nee, wir standen ein bisschen im Stau und damals Parkhaus ist nicht gleich gefunden, obwohl ich ja aus Stuttgart komme. Ich kenne mich eigentlich hier bestens aus. Aber jetzt bin ich ja da, umso schöner und ja. Hervorragend. Also wie gesagt, wer es gesehen hat vor kurzem, einen grandiosen Fernsehauftritt hingelegt, Premiere. Und da muss man wirklich gratulieren. Dankeschön. Ja. Gesehen haben wir uns ja schon im März bei der Neuen Welle. Genau, richtig, ja. Und ich glaub, ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich glaube, da ist einiges passiert in der Zeit, aber das erzählst du mir gleich mal. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Fußgängerzone, oder? Willst du mal Stuttgart ein bisschen zeigen? Gehen wir ein bisschen ins Städtle, ja. Alles klar, gut, los geht's. Alles klar. Jetzt sind wir auf dem schönen Schlossplatz hier im Schlossgarten. Schlossgarten, den haben wir hier rüber, genau. Viele Veranstaltungen im Sommer immer. Ja. Echt ein schöner Platz, wo man schön mal einen Kaffee trinken kann. Genau, gerade wird auch musiziert, genau. Genau. Bist du... Da du ja fast aus Stuttgart kommst, Renningen hast du jetzt gesagt, ein bisschen außerhalb natürlich, klar. Viel in der Stadt immer unterwegs gewesen? Auch doch, also zum Einkaufen und auch zum Freundetreffen oder so. Also ich bin gerne in Stuttgart zu Hause, Okay, sehr gut. Ja. Das Album, Lauf ist der Lauf ist die Single. Der Single, genau. Genau, Single, und das Album heißt Keine halben Sachen, genau. Richtig, Keine halben Sachen. Das gibt es jetzt seit 28. Seit 28. bekommt man es überall in allen Läden. Und ich hoffe, den Leuten da draußen gefällt es natürlich. Ja, richtig. Wie gesagt, wir haben uns ja im März bei der Neuen Welle getroffen. Jetzt haben wir Juni, Juli. Ja. Wie war die Arbeit bis dahin? Also bis dahin, ich hatte meinen größten Fernsehauftritt bei Florian Silbereisen in der Samstagabendshow um 20.15 Uhr. Es war natürlich sehr toll für mich, ein super Sprungbrett dort zu sein. Und jetzt freue ich mich natürlich noch mehr auf die nächsten Aktionen, die es jetzt so gibt, wie zum Beispiel am 21.07. bei Immer wieder Sonntags oder mit Volldampf beim ZDF bin ich dabei. Und da folgen eigentlich die eine oder andere Sendung, folgt da jetzt noch. Und ja, insofern bin ich eigentlich ganz glücklich, wie es jetzt momentan läuft. Toll, toll, tolle Sache. Und ich meine jetzt auch die Arbeit, gerade auch die Vorbereitung auf das Album. Man hat jetzt auch da gesehen, die EPK, da war auch einiges, Fotoshooting etc. Genau, hat man das jetzt alles in der Zeit dann gemacht oder gab es da auch schon vorher? Es war schon vorher produziert, klar. Für so eine Veröffentlichung muss man viel vorher arbeiten, klar. Und strengt einen natürlich auch an, aber es macht Spaß. Es ist immer das schon, was ich machen wollte. Ich will Musik machen, ich will da raus auf die Bühne. Und es macht mir einen Riesenspaß. Und jetzt freue ich mich natürlich hier, euch mal ein bisschen Stuttgart zu zeigen. Genau, und so. Dann gehen wir mal ein bisschen noch weiter rüber, oder? Laufen wir mal ein bisschen lang. Richtig. Ja, ich meine, ist ja eine Menge los, auch unter der Woche da jetzt. Man wundert sich immer wieder. Ja. Haben die Leute keine Arbeit mehr, oder? Ja. Richtig schönes Fleckchen hier in Stuttgart. Genau. Du bist jetzt mitten auf Promotour, gell? Genau, wir sind jetzt gerade durch ganz Deutschland auf Promotour mit meinem neuen Album in allen großen Radiosendern, wie auch jetzt bei SWR4. Heute waren wir in Stuttgart und von Mainz kommen wir, sind von Frankfurt hergeflogen. Also ein recht straffer Zeitplan, aber es macht riesen Spaß. Okay, das ist immer noch die Hauptsache. Hast du es so vorgestellt? Ich habe mir es so vorgestellt, ja. Doch. Und wie lange machst du jetzt generell schon Musik? Ich meine, von Kindheit an? Ja, ich habe früher schon mal Musik gemacht, vor 10 Jahren. Und auch im Knabenchor. Okay. Und jetzt starte ich so richtig durch mit meinem neuen Album, praktisch Keine halben Sachen. Und ich hoffe, dass es gut funktioniert alles, dass es den Leuten vor allem gefällt. Und ich freue mich, dass ich den Traum jetzt endlich mit den Leuten da draußen teilen darf. Keine halben Sachen, also richtig toll. Geht es da, aber ein bisschen konnte ich schon was hören, also es sind wirklich 12 tolle Nummern drauf. Vielen Dank. Da muss man wirklich sagen, Sean Frankfurter, Irma Holder, war ja für dich wieder tätig. Ja. Das sind ja die Komponisten, Texter schlechthin hinter den Kulissen, die ja wirklich für Helene Fischer, für unzählige schon aktiv waren. Patrick Lindner fällt mir noch so spontan ein. Ja. Genau, also da gibt es schon wirklich gute Stücke, die da dabei sind und jetzt eben für dich auch. Also, ich darf mich da echt glücklich schätzen, mit diesem Team zusammenarbeiten zu dürfen. Für mich schon eine Ehre und bin schon auch sehr stolz darauf, dass ich mit denen gerade zusammenarbeiten darf. Mhm. Und es freut mich natürlich tierisch, dass jetzt das neue Album draußen ist, Keine halben Sachen. Und ja, jetzt schauen wir mal, was so alles weiter passiert. Also Musik bestimmt jetzt so dein Leben, kann man sagen, oder? Kann man schon so sagen, hat schon immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt, aber jetzt vor allem sehr, sehr stark, weil
ja, jetzt die Gelegenheit, die ich da jetzt habe, ja, und vor allem einen Traum, den ich mit den Menschen jetzt da draußen teilen kann, das freut mich schon tierisch. Mhm. Ja. Gab es eigentlich auch mal einen richtigen Beruf, den du erlernt hast? Ja, ich habe mal in einer Tierklinik einen Beruf erlernt. Tierklinik, genau. Ja, das war interessant. Habe da Röntgenscheine und so weiter gemacht und war da vier Jahre, hatte ich da zu tun. Mhm. Und jetzt natürlich gibt es nur noch Musik für mich. Ich schaue nach vorne in die Zukunft, freue mich auf alles, was es so Neues gibt, was Neues gebracht wird sozusagen. Mhm. Und, ich hätte jetzt eher gesagt oder ich hätte eher drauf getippt, du hast irgendwas mit Holz zu tun. Wenn man nämlich die Fotos sieht, auf deinem CD-Cover, die Pressefotos, war in einer Holzwerkstatt aufgenommen. Ja, also es war in einer 300 Jahre alten Schreinerei aufgenommen. Das hatte den folgenden Grund, also für mich, ich bin handwerklich schon, kann man durchaus sagen, begabt und mache eigentlich schon ganz gern was auch mit Holz. Und vor allem Holz hat halt die Möglichkeit und vor allem Holz verkörpert für mich eigentlich was, woraus man etwas erschaffen kann. Und vor allem zählt es, wer hinter diesem Holz steht. Holz kann man schnitzen, Holz kann man sägen, Holz kann man schneiden. Holz lässt sich so verformen, wie man selber es will. Und so kann ich mich mit Holz auch identifizieren in meiner Karriere. Und wie schon gesagt, also wichtig ist es natürlich, wer hinter dem Holz steht, wer daran rumschnitzt. Und es war halt ich in dem Fall, der jetzt an meiner Karriere gefeilt hat, natürlich mit den richtigen Leuten. Und so haben wir auch in einer Tischlerei, Schreinerei dieses Ganze gemacht, weil da so viele Inspirationen, Ideen, Emotionen drinstecken, die alle so sehr auf mich zutreffen. Prima. Also Holz ist natürlich schon ein toller Werkstoff auf alle Fälle, das muss man schon sagen. Ja. Ne? Und wenn es jemals nicht mehr klappen sollte mit der Singerei, dann hast du immer noch was Solides, wo du drauf zurückgreifen kannst. Genau. Ne? Hättest du Lust auf ein Eis jetzt? Sommer haben wir ja. Können wir machen, ja. Kein Problem. Sollen wir mal gucken? Ja. Apropos Sommer, was steht an diesen Sommer noch? Also diesen Sturm. Gibt es Urlaub überhaupt? Ja, natürlich. Also für mich ist eigentlich die Musik schon der Urlaub genug und das größte Geschenk, das ich eigentlich bekommen darf. Und vieles steht natürlich vor, jetzt am 21.07. zum Beispiel bei Immer wieder Sonntags. Ja, oder die gehabt, genau. Großen Schlager-Star-Paraden, bei denen ich dabei bin, toll, die in ganz Deutschland sind. Unter anderem auch im Oktober in der Schleierhalle in Stuttgart, in der O2 World. Und also schon tolle Sachen dabei, wo ich froh bin, dass ich dort auftreten darf. Wie sind dann die Fans hier in Stuttgart oder im Ländle sozusagen? Stehen die da hinter dir? Ja gut, mein Album kam ja jetzt erst raus, mein erster Fernsehauftritt. Jetzt muss man mal warten, was weiter alles so passiert. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Gut. Und wie war es in der Vergangenheit so bislang? Vor wem bist du bislang aufgetreten? Vor was für Publikum gab es da schon Möglichkeiten? Ja, mein erster Auftritt war eigentlich bei der Welle, mit dem ich sozusagen angefangen habe. Und dann natürlich jetzt bei Florian Silbereisen. Und, weil ich denke mal, wenn man so hört, Schlager, gerade bei den Jugendlichen, ist ja nicht so ganz beliebt. Ja. Wie war es in der Schule? Also ich hatte da nie Probleme damit, weil ich stehe zu dem, was ich mache. Ich sehe mich als 100% Schlager. Ich sehe mich als einer, der Schlager gerne singt, der es privat selber auch gerne hört. Und ich stehe da voll und ganz dahinter. Also ich sehe da überhaupt gar keine Probleme oder Mängel, weil es für mich nie was anderes gab. Ja. Tja, so ein Eiskaffee tut jetzt, glaube ich, ganz gut. Das ist was Feines bei dem Wetter. Eine schöne Abkühlung. Auf alle Fälle. Thema Social Network. Facebook etc. Ja. Auch aktiv? Natürlich, also vor allem meine Homepage www.peter-michael.de würde mich über regen Besuch da immer freuen. Auf alle Und Fälle. Natürlich bin ich auch auf Facebook unter Peter Michael zu finden, auf meiner Fanpage. Okay. Ja, da freue ich mich immer, wenn ich ganz nette Briefe bekomme und so. Also ruhig mal reinklicken. Das werden wir auf alle Fälle machen und dann, wie gesagt, drücken wir dir da weiterhin auf alle Fälle die Daumen, Vielen Dank. Dass es so weitergeht, wie es du dir wünschst. Ja. Und dass dann wirklich der Erfolg ansteht. Große Auftritte gibt es da, außer den Schlagerparaden, schon Pläne? Ja, es gibt da ein paar Pläne, natürlich Fernsehen vor allem immer. Und da muss man jetzt mal warten, was da weiterhin jetzt noch kommt. Aber ich denke, das eine oder andere, was genau. da kommt. Du hast ja einen guten Manager, den kennt man natürlich auch, den Uwe Kantak. Genau. Ist er sehr streng jetzt mit dir? Oder? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht? Überhaupt nicht. Also gar nicht. Bist du sehr zufrieden mit ihm? Ja, ja, doch. Kann man schon so sagen. Genau, also ich sage ja, was er für Helene Fischer ja gemacht hat, der ist ja unbeschreiblich. Ja. Denk mal, die Karriere wird ja bestimmt, wenn du dich ranhältst, auch bevorstehen. Hoffen wir es mal, ne? Ich hoffe es. Ja. Ja. Also ich meine, das Gegenstück zur Helene braucht man schon mal. Also der Schlager ist nicht tot, ganz und gar nicht, Leute. Nein. Und dann würde ich sagen, genießen wir das jetzt nochmal schön, unseren Eiskaffee. Genau. Und du musst schon wieder weiter. Ich will halt dich nicht länger auf. Ja. Dankeschön. Schön, dass wir ein bisschen was durch Stuttgart gesehen haben. Genau. Also ich meine, die Highlights da, die kennt man ja eh. Schlossplatz. Genau,
Genau. Und dann wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich bedanke mich. Viel Erfolg. Dankeschön für das Interview. Ja? Dankeschön. Bitte gerne. Danke. Gute Fahrt nach München. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war es eigentlich soweit schon. Hier aus Stuttgart mit unserem heutigen Star-Gast, sage ich jetzt mal, Peter Michael. Dankeschön. Wir sehen uns Bernd in der nächsten Ausgabe, liebe Freunde, und bedanke mich nochmal bei dir. Dankeschön. Vielen Dank. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.